Putin verfolgt das Ziel, die Russen in den Zustand zu bringen, wie das Deutsche Reich war. Hans-Joachim Müller ist ja eigentlich auf Reisen, aber wie es eben auf Reisen auch so immer sein kann, ruckzuck steht man mal vor der Tür. Und so ist ein Denkwerk möglich, was ein bisschen überfällig scheint aufgrund der Kommentare im Internet. Was ist da draußen eigentlich los bei dem, was du da gerade machst? Nein, das, was ich mache, wo die Leute persönlich anwesend sind, läuft richtig. Sie wissen, was sie können, was sie dürfen, was sie nicht können. Immer noch bestehen die alten Strukturen. Und ich erkläre, was alles im Zusammenbruch ist. Man kann doch schauen nach Berlin, Babylon, was dort los ist. Es funktioniert nichts mehr. Und es ist so, als ob wir Menschen gar keinen Einfluss drauf haben. Irgendjemand steuert das. Und wer, weiß ich nicht. Weil es ist nicht das Böse, es ist nicht das Gute. Ich weiß gar nicht, was da rauskommt. Ich weiß nur eins, wir sind die Wichtigsten und wir müssen in ein Recht, wo wir Menschen sind. Und wenn wir Menschen sind, dann können wir auch was lösen. Es stellt sich in diesen Zeiten die Frage, dass wenn alles handlungsunfähig gesetzt ist und das Finanzwesen sehr kritisch wirkt hinsichtlich des Fortbestandes und man von schwierigen Zeiten ausgeht, dass sich die beste Generation der sogenannten deutschen Politik sich um die Posten reißt, die dann zu den problematischsten werden. Ja, na, das passt. Die Leute denken, man muss das Finanzsystem retten. Und die sind diejenigen, die es am wenigsten retten können, weil sie viel zu blöd sind. Ja. Das Finanzsystem könnte man retten, wenn man noch die Macht hat. Also man kann einen Krieg organisieren, dann ist das Finanzsystem immer gerettet. Man kann eine Weltkatastrophe erzeugen. Aber alles das geschieht nicht. Und irgendjemand verhindert, dass es geschieht. Und jemand steuert die Kasperpuppen in Berlin, die jetzt zum Atomkrieg gegen Russland aufrufen. Wer macht das? Das muss doch dann selbst der blödste Deutsche begreifen, dass da oben gespielt wird, wie im Kindergarten. Und es geschieht etwas. Wir sind dabei, aber wir wissen selber nicht, was rauskommt. Wir haben nur unseren Willen. Unser Willen bedeutet, wir müssen in einen Rechtsstaat kommen. Und ohne das kommen wir nicht in die Rechte als Mensch. Und wenn wir nicht Menschen sind, dann sind wir Sklaven und werden geführt. Und dieser Kampf findet gerade statt, weltweit. Es gab ja auch in den Kommentarspalten die Fragen dahingehend, dass zu der Fortexistenz der sogenannten NWO du ja gesprochen hattest und sagst, das wird so nicht mehr kommen. Und die Frage ist, warum? Wie sieht diese Frage unter der aktuellen Perspektive aus? Da müssen wir gucken, was ist der Schwab? Was macht der? Zu seinem Programm gehört der Zusammenbruch der Wirtschaft, damit überhaupt sein System zum Tragen kommen kann. Daran arbeitet Berlin konzentriert. Sie schaffen das, wenn sie am Ruder bleiben. Aber das ist ja nicht Ziel von Schwab. Schwabs Ziel ist die Reduzierung der Bevölkerung. Das klappt nicht. Schwabs Ziel ist die Orientierungslosigkeit der Menschen insgesamt, dass sie aus dem Leben oder sich im Leben nicht mehr zurechtfinden, bezüglich Sexualität, Wunsch, ob du Mann oder Frau oder ob du heute ein Affe bist. Das alles will
Prachtschwab, damit sein System funktionieren kann. Der Schwab brachte auch die Unmoral in der Gesellschaft, also einen rüberbringen, dass man Kinder zum Frühstück essen kann. Es gehört alles zum Spiel, ja. Das Johnson hast du ja letztens erwähnt. Das alles sind Dinge, die sind in der Agenda von Schwab drin. Und Schwab möchte eine zentrale Regierung aus Konzernen, weil sie aufgrund der gestiegenen Anzahl von Illuminaten nicht mehr klarkommen, indem sie an einem runden Tisch sitzen, sondern sie brauchen eine Konzernstruktur. Und dann setzen sie ihn als Vorstandsvorsitzenden ein und einen Aufsichtsrat und so weiter, wie der Vatikan früher funktionierte. Genauso soll die neue Weltordnung funktionieren. Und das sieht man doch, dass es nicht kommt. Putin setzt sich ein für Kinder, für Mann und Frau. Putin hat befohlen, dass die neue Weltordnung nicht eintritt. Er möchte Nationalstaaten. Und das ist das glatte Gegenteil von NWO. Wenn die Staaten als Nation bestehen. Putin möchte auch die Völker wieder in Staaten binden. Wir haben ja jetzt 200 Jahre erreicht, dass immer in einem Staat mehrere Völker sitzen, damit man die gegeneinander spielen lassen kann. Wir haben das in Arabien live verfolgt, es ist kein Problem. Und man hat es auch in Deutschland vorgehabt. Man hat ja die Sachsen getrennt, die Hälfte nach Preußen. Und man hat in Bayern vermischt, Franken und Bayern. Das alles, dachte London, das bringt auch bei uns diese Steuerungsmöglichkeit. Geht aber nicht, die Deutschen machen das nicht. Sie lachen vielleicht mal über die eine oder andere Eigenart eines anderen Volkes, aber sie leben miteinander und sie haben keine Probleme. Und das ist in Deutsch sowieso ein Gegenteil von dem, was Schwab will. Wenn jetzt viele Kräfte und starke Kräfte davon ausgehen, dass Deutschland wiederkommt, dann ist auch nicht nur aus Russlands Seite die NWO nicht mehr tragbar, auch aus unserer. Die Deutschen können diese Art des Lebens und der Gesellschaft nicht akzeptieren. Und wir haben auch China. Auch die machen die NWO nicht mit. China hauptsächlich aus dem Grund, dass die NWO ja wieder Gelder zurück nach West bringen will mit diesem CO2-Geschwafel und lauter solchen Mist. Sie haben gemerkt, dass China nicht funktioniert, wie sie es wollten. Und jetzt wollen sie die Gelder zurückkriegen in den Westen. Und China sagt, Klima mit uns nicht. Und Klima ist eins der wesentlichsten Steuerungselemente von Schwab. Und übrigens muss ich dir noch sagen, dass der Schwab wahrscheinlich schon verschwunden ist. Was heißt das? Er soll abhanden gekommen sein. Aber es gab doch die wichtige Erfindung, dass man diese Telefone nachverfolgen kann. Das war für Apple ganz wichtig mit der Geschichte, dass wenn mal ein Kind entführt wird und es hat das Handy in der Tasche, dann kann man es wiederfinden. Damit hat man uns diese Nachverfolgbarkeit ja verkauft. Ja, die wollten aber, dass das Kind das Handy hat, damit man das Kind findet und mitnehmen kann. 800.000 Kinder. Ja, das ist ja ein ganz eigenes Thema. Wir bleiben mal bei Putin, denn es kam das Gerücht auf, Putin wäre jetzt ganz stark Vertreter der WEF, wir lassen das einfach laufen, der WEF, es hätte Institutionen wären gegründet worden, extra für die WEF, er würde ganz vorne in der Schwabschen Liga jetzt mitspielen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Die Steuerung über Schwab erfolgt durch Mangel.
Und Putin hat, glaube ich, vorige Woche erst gesagt, es stehen genügend Energiereserven da, wir brauchen sie nur abrufen. Das ist kein Mangel, das ist Überfluss. Und mit Überfluss kann man niemanden steuern. Das ist auch wieder gegen Schwab. Und warum nehmen die Leute den Schwab so ernst? Schwab ist nur ein Gehilfe. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, warum schauen die Menschen nicht nach den Quellen? Denn Putin hat ja seine Konferenz in Valdai etabliert. Dort sagt er ganz konkret, was er will, was geschehen ist und wie die Resultate aussehen. Und dort hat er ja unlängst ganz klar die konservativen Werte, Mann und Frau, und auch den Nationalstaaten, du hast es schon gesagt, in den Vordergrund gestellt. Das heißt, Russlands Linie ist klar. Wenn jemand mal in die Geschichte zurückgeht, Putin verfolgt das Ziel, die Russen in den Zustand zu bringen, wie das Deutsche Reich war. Also Moral ist ganz wichtig, Ehre, Treue, Verantwortung für seine Mitmenschen und auch Gott gehörte dazu. Allerdings Gott kann man definieren. Der Putin macht genau das Gegenteil von dem, was von Rockefeller über Schwab auf uns einströmt. Und es wird keine Steuerung mehr über Mangel geben, weil auch da die Steuerung über das Geld langsam am Ausfallen ist. Es bewegt sich die Welt derzeit dahin, tatsächlich das Deutsche Reich wieder als Sammelpunkt oder als Qualitätsmerkmal in die internationale Gesellschaft zu stellen. Als Beispiel, dass wir ein bisschen verloren haben in den 100 Jahren, die vergangen sind, ist klar, aber die Menschen kannst du nicht ändern. Die Deutschen musst du ständig am Telefon haben oder im Internet. Dann kriegst du ihre Gedanken kaputt. Aber sobald sie weg sind, vom Fernseher, vom Telefon, kommt automatisch das Programm, was in dir drin ist. Und das ist nun mal der Fall, dass wir Deutschen und Russen diese Art Gesellschaft, die Schwab möchte, nicht verkraften können. Es wäre eine Katastrophe für die Welt. Es war so geplant und es kommt nicht, weil die Weltkräfte nicht in der Lage sind, Schwab zu realisieren. Die Staaten, die Entwicklungsstaaten oder die schön entwickelten, wie Brasilien, Indien, die machen sowieso, was sie wollen. Sie kämpfen einfach darum, in die Etage aufzusteigen. Und Putin macht nicht mit, Xi macht nicht mit. Und Amerika ist derjenige, der am wenigsten Kraft hat. Dort geht alles drunter und drüber. Das ist nicht negativ. Das ist ein Zeichen, dass niemand Schwabs Ideen militärisch durchsetzen kann. Und wenn man das Militär nicht mehr hat, dann kann man quatschen, wie man will. Dann geht es nur noch darum, die Medien zu beachten. Und die Medien sind nur noch in Deutschland so universal und in einer Linie. Ich hätte ja nie geglaubt, dass Epoch Times mal Merkel-Zeitung wird oder Sputnik damals, wie heißt es jetzt, SNJ oder SNV. Die sind noch mehr Merkel als Merkel selber. Und das stand mich, das ist ein russisches Eigentum und Epoch Times chinesisches Eigentum. Aber die Journalisten sind Kleber. Und das ist komisch. Man sieht in Österreich, auch deutschsprachig, Änderung. Man sieht, es kommen die konservativen Kräfte. Und hier geht alles, als ob der Endsieg fällig ist. Wir haben in dem Zusammenhang ja zwei interessante Vorgänge. Erstens, der neu kommende Bundeskanzler mit neuem Auto
ist jemand, der mit dieser Finanz, mit diesem Finanzhintergrund, Wirecard, wie nennt sich das? Cum-Ex und Wirecard, Cum-Ex, alle genau. Beide. Ja, ja, alle beide. Die gesamte vordere Politiklandschaft des Inlandes, den gesamten Bundestag, nicht interessiert, dass dieser Hintergrund existiert und dass das möglicherweise aus krimineller Sicht mal relevant werden könnte. Das Nummer eins. Und Nummer zwei, dass mit der deutschen Geschichte im Hintergrund die AKK noch die Frechheit besitzt, so bezeichne ich das jetzt, Russland mit den Atomwaffen zu drohen. Ja, der erste Fall, da könnt ihr die Parallele angucken in Wien. Der Kurz wird jetzt kurz gemacht. Und das Gleiche wird mit dem Scholz passieren. Irgendeine Kraft hat ja dafür gesorgt, dass Baerbock als Kasper dasteht, dass der Laschet als Null dasteht. Es ist keine Führungskraft mehr da. Ja? Und auf einmal kommt der mit Verfahren am Halse lebender Herr, wie heißt er, Scholz, in die Position, überhaupt darüber nachzudenken, Kanzler der Firma Bund zu werden, also Geschäftsführer der Firma Bund. Das kommt von Schröder, nicht von mir. Nee, wie heißt der die Sachsen als Dunkel? So ein SPD-Fuzzi. Gut. Das kommt nicht mehr. Sie werden den Scholz vielleicht, ich glaube es nicht, als Kanzler einsetzen, aber er wird dann ein Verfahren am Hals hängen haben. Derselbe Vorgang wie in Wien. Und es geht nicht um die paar Pfennige von Wien. Hier geht es um 150 Milliarden alleine bei Cum-Ex. Also wird gerade jemand bei uns im Inland vorne hingesetzt, den man jederzeit durch das Aufrufen dieser Probleme von diesem Stuhl nehmen kann und das Land mit der politischen Führung handlungsunfähig bzw. in völlig neue Richtung lenken kann. Ja, ich glaube, es ist schon eine andere Macht da. Die Leute treten da nicht freiwillig zurück, die da in Berlin alle verschwinden. Und Shoigu hat sich gemeldet zu der Kalaschnikow-Version Atomwaffen. Und der Erdogan hat es einfacher gemacht. Er hat einfach den deutschen Botschafter ausgewiesen. Es ist nicht mehr notwendig, mit Deutschland zu reden. Mit dem Deutschland. Das Deutsche Reich, mit dem wird man reden, international. Und das wird man auch versorgen. Wir brauchen keine Angst haben, dass irgendwie keine Energie da ist. Der Hahn ist bei uns auf der Seite. Man muss ihn nur aufdrehen. Ja? Das verhindert die Baerbock derzeit, weil sie denkt, sie hat irgendwas zu melden. Ja? Das ist halt so, wenn man eine Wahl durchgeführt hat, wo man selber denkt, dass es eine Wahl wäre. Also die sind tatsächlich der Meinung, sie können jetzt walten und schalten, wie sie wollen. Und sie sind ja alle Schwabkinder. Das ist unser eigentliches Problem, dass die Gesellschaft das nicht begreift. Also ich denke, nicht mehr als 1,5% der Bevölkerung wissen überhaupt, was hier gespielt wird. Und die anderen, die bestimmenden Mengen, falls man Demokratie machen will, die würden in jedem Zustand und jeden Tag dasselbe wählen, was sie immer wählen. Sie wollen einfach die BRD festhalten und die denken sich, naja, es wird schon nicht so schlimm werden. Da können sie sich eine Notiz im Taschenbuch machen, es wird schlimmer, wenn sie nicht reagieren als Volk. Aber es gibt verantwortliche Leute, die sind schon am Werken. Die Zustände in Frankreich sehen so aus, dass in Paris brandschatzende Horden unterwegs sind. Vielleicht nicht zu dieser Stunde, aber es gibt mittlerweile genügend Bildmaterial. Das sind Bilder, vor denen sich der Deutsche
Fürchtet ist das falsche Wort, aber die Frage ist, warum sollte es zu solchen Umständen kommen, wenn wir doch wissen, wo die Probleme herkommen? Damit kommen wir gleich zu Sachsen und dem sympathischsten Landesführer, den Sachsen jemals hatte. Vorneweg noch die Frage nach Trump. Ja, Trump ist kein Stalin. Er ist irgendwie Fan von Demokratie. Ich bin ja selber erstaunt gewesen, wie er das aufgegeben hat, seine Macht. Ich kann aber nicht, konnte nicht wissen, hat er die Macht oder hat er nicht. Ja? Du musst immer bedenken, das Militär ist der entscheidende Faktor. Und wenn man sich in Trump versetzt, dann sieht man ja, er hat Erfolg. Die Zustimmung zu der derzeitigen Regierungsform und zur derzeitigen Personen, zur Administration, die sind gewaltig gefallen. Früher hatte man immer so in den 40er, 45% Bereichen, 55% der beiden, also die beiden Administrationen ist weit unter 40 Zustimmung. Und 85% der Amerikaner wissen, das ist keine Demokratie, wie sie sich das vorstellen. Und das ist eigentlich ein Zeichen, dass Trump, wenn man seine Ansicht über Steuerung verfolgt, richtig liegt. Für mich, mir gefällt das nicht. Also, wenn man die Macht hat, muss man sie auch zeigen. Und wenn das Amerika so konfus ist, dass es sich nicht selbst retten will, dann kann man nicht helfen. Es ist für die Welt nicht wichtig. Amerika heute ist handlungsunfähig. Noch ein bisschen stänkern tut der Johnson und unsere in der Unterhäuser in Berlin. Die sind nicht wichtig. Die Franzosen haben das Problem am Hals, dass sie selber ihren Staat kaputt gemacht haben. Und ihnen wird niemand helfen. Sie haben Militär, sie können das selbst in Ordnung bringen. Wenn sie es nicht machen, weiß ich nicht. Wenn das Militär zuguckt, wie dort Revolution gespielt wird, dann kann man nicht helfen. Dann muss das zu Ende gekämpft werden und dann gewinnt irgendjemand. Bei uns kann sowas nicht passieren. Das hat es noch nie gegeben. Nicht einmal nach der Revolution, in Anführungsstrichen 18, hat es das gegeben, dass Horden auf der Straße gekämpft haben. Das ist nicht unsere Art. Die Revolution war auch nicht unsere Art. Das waren 20 Mann, mehr nicht, die Revolution gemacht haben. Und die Zeitung, ja, die gehören dazu, weil du machst ein Bild, klick, ich rufe die Republik aus, Zeitung druckt das und das deutsche Volk, aha, gut, neue Republik haben wir jetzt. So wird es auch diesmal passieren. Die Deutschen werden jede Führung akzeptieren, die ihnen hingesetzt wird. Wenn sie das akzeptieren, was jetzt gewählt wurde, ja, haben sie ja. Baerbock, die Unterhäuser, Kalaschnikow, Laschet, Scholz. Was weiß ich, kann man nicht helfen. Es wird also, wenn keiner die Verantwortung übernimmt, tatsächlich noch ein bisschen tiefer gehen. Sie werden aber geschult, die Deutschen. Sie brauchen jeden nur in die Kaufhalle gehen, dann wissen sie, was geschehen wird. Das ist eigenartig, dass wir wahrscheinlich erst die Schubkasten voll Geld haben müssen, um Brötchen zu kaufen und dann erst reagieren. Und damals hat man blöd reagiert. Ich glaube nicht, dass da Hitler der Richtige war. Das mal zur Perspektive der Deutschen. Es ist ja auch
bei denen die weitergeschaut haben, bei der Verabschiedung von Merkel durch Steinmeier vom besten Deutschland aller Zeiten gesprochen worden. Das sagt viel aus. Glaube ich, das passt. Es ist das beste Deutschland, was die Leute in Babylon haben wollen. Die Menschen rennen in der Maske rum. Die Menschen lassen sich schlümpfen. Sogar meine Familie, zwei Leute. Aber das wird durch Konzerne erzwungen oder durch Genehmigungen, die du brauchst, um irgendwas zu machen. Nicht durch die Gesetzlichkeit, es gibt keine Gesetze, ja, aber sie erzwingen durch das Eigentum und durch die Verwaltungsmacht, dass die Leute sich unterordnen. Es wird also gerade ein Volk von Sklaven vorgeführt. Und auch da kann man nicht helfen, weil man muss bis zu Ende gehen. Sie sehen, was passiert. Das steht sogar schon in der Zeitung. Und trotzdem sind sie gerne Sklave. Nun kommen wir mal zu einem Punkt, der auch recht wichtig ist. Wir haben ihn bewusst als letzten gewählt, damit die dienstlich Beauftragten aus dem sächsischen Raum auch sich möglichst alles anschauen, was in diesem Video besprochen wird. Der beste Landesführer aller Zeiten, ich hatte es schon angesprochen, wird jetzt zum demokratischen Vorzeigekandidaten, denn man will Telegram kontrollieren, man verurteilt jetzt durch die Bank weg alle, die beim politischen Programm nicht mitspielen, als rechts und rechtsextrem. Es bleibt also auch mit Blick auf die Wahlergebnisse für den Oberindianer Sachsen nicht viel übrig. Und glücklich sieht er auch nicht aus. Ja, das ist bei Kindern so, wenn sie im Spielkasten sind und man nimmt ihnen die Förmchen weg, dann hauen sie sich auf den Boden und schreien und die ganze Welt ist böse. Und Kretschmer, es ist kein Mann. Man muss den nicht ernst nehmen. Wer einen wandernden Witz an seine Seite stellt und sein eigenes Volk beschimpft, der hat nicht alle Tassen im Schrank. Er hat ja sehr geschickt agiert, indem er im Fernsehen mitgeteilt hat, jeder, der in dieses Land kommt, wird anständig behandelt. Das ist nach meiner Auffassung eine Ohrfeige für alle anständigen Menschen. Denn natürlich haben wir den Anspruch, dass alle, die uns gegenübertreten, aus welchem Grund erstmal auch immer, selbstverständlich, das liegt auch in uns, anständig behandelt werden. Aber es werden die Menschen fortgeschickt, die selbst beschlossen haben, wenn sonst keiner macht, ihr Landesgebiet zu schützen. Und gleichzeitig erzählt er jetzt, also an der polnischen Außengrenze, da soll Grenzen gebaut werden. Ich warte auf den nächsten Schritt, dass es dann deutsches Geld ist wieder mal, was da helfen soll. Die Probleme, die wir bereits haben und was noch dazu kommt, sind doch so immens hoch, dass ich mir kaum noch vorstellen kann, dass außer denen, die vom System etwas haben, noch irgendjemand dieser ganzen Agenda, insbesondere in Mitteldeutschland, zustimmt? Ja, das Sachsen hat ja vorgeführt, dass die Zeit Babylons abgelaufen ist. Und sie wissen alle, dass das Deutsche Reich wiederkommt. Es ist da, es muss nur handlungsfähig gestaltet werden. Und wenn solche Dinge kommen wie Zahnbahn zwischen Deutschland und Deutschland, dann möchten sie irgendwas verhindern. Aber was stört einen Deutschen, eine Zaun zwischen Schlesien und Sachsen? Der ist in einem Tag weggerissen. Die Revisionismusvorwürfe kann ich jetzt schon hören. Ja, wir wollen keine Zäune zwischen uns und uns. Und auch keine Zäune zwischen uns und Polen. Polen gehört genauso zu uns. Sie sind auch auf dem Weg zum Konservativen. Alles ist richtig in Polen. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verpassen. Denn Visegrad meldet sich gerade. Wir sehen, was passiert, wenn Visegrad sich mit dem klitzekleinen Österreich verbindet. Dann haben wir geopolitische Dinge, die wichtig sind. Und da müssen die Sachsen dabei sein. Eigentlich auch die Preußen, aber das
ist noch ein bisschen langsam, das ganze Spiel. Es gibt nun geäußerte Befürchtungen, dass in dieser Entwicklung, die du gerade ansprichst, in spätestens 10 Jahren, wir gehen von deutlich eher aus, diese EU auseinandergebrochen sein wird. 10 Jahre? Nächstes Jahr ist die EU in heilloser Unordnung. Die sorgen doch selber dafür, dass ihr Verein auseinanderfliegt. Sie ärgern Ungarn. Sie ärgern Polen, sie ärgern die Tschechen. Ja, wir haben Einfluss genommen, dass Babiš nicht gewählt wird. Das alles ist eigentlich schon verbrannt. Wenn man seinen Laden zusammenhalten will, dann muss man so Teile und Hasche spielen und ein bisschen Geschenke geben. Nein, die machen es genau im Gegenteil. Sie denken, sie sitzen da 3 Etagen höher als Polen. Polen ist der Staat, nicht die EU. Und Polen kann jederzeit alleine weitermachen. Sie sind funktionsfähig aufgestellt. Sie haben ihr eigenes Geld. Die geht die EU eigentlich gar nichts an, weil die EU sowieso nicht mehr zu verteilen hat. Früher haben sie immer die Autobahn bezahlt. Und das gefiel allen, auch den Tschechen. Es war unser Geld, nicht deniers, nicht Brüssels. Aber es ist heute nichts mehr zu verteilen. Sie brauchen das Geld für ihre Gäste. Und das ist die Schwabische Agenda, ja? Unordnung im eigenen Land schaffen. Verschiedene Nationen bilden dann Stämme. Und die Kämpfe, die in Frankreich vorgeführt werden, das wird nicht funktionieren, weil es ist vorbei. Das, was wir hier erleben, ist Ende April 1945, es wird nicht mehr lange dauern. Das System hat kein Geld mehr, ihr Geld. Und die Herren unseres Geldes, also diejenigen, die Fett besitzen, Privatleute, die haben kein Geld mehr. Die sind pleite. Also Rothschild, Rockefeller, Schiff, Warburg, sie haben einen riesen Stapel Schuldscheine, uneinbringbare Schuldscheine im Wert von $300 Billionen. Und niemand hat das Geld. Also es ist die reichste Pleite, die je passiert ist. Die ganze westliche Welt hat bei sich selber Schulden. Und wer soll denn das erarbeiten? Sie fahren die Wirtschaft runter. Das Ding ist gelaufen. Es sind Endkämpfe. Oder ich will noch mal, wie Kinder. Und das Volk guckt gleichgültig zu. Viele, nicht alle. Es bilden sich ja nun tatsächlich Leute, die wissen, dass sie in Recht und Gesetz kommen müssen, um zu gestalten. Aber die meisten, so die Mehrheit, guckt zu. Und wenn man heute Wahlen macht, wählen die das selber wieder. Das ist nicht unser Weg, wo wir hinkommen. Wir brauchen eine Systemänderung. Und die sehe ich nur in 1871. Weil es ist egal, ob du als Republik eintrittst oder als Monarchie. Das sind ja alle verfasste Monarchien. Ja. So dass der kein absoluter Herrscher da ist, sondern es ist eine Art Bild an der Wand. Das ist halt wie früher Adenauer, ja? Er hing in jedem Büro, Merkel hängt in jedem Büro. Da muss ein ernsthafter Mensch hängen und nicht solche Feinde der Deutschen wie Merkel. Letzte Frage dazu. Wie ist deine Einschätzung? Es gab jetzt diese Bundestagswahl. In Sachsen hat die Führungsetage, die Eingesetzte, gelernt, dass die Bevölkerung nicht mehr zustimmt. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die Bevölkerung als solches dieser Situation auch gewahr wird. Ja, nach statistischen Werten ist das Ding gelaufen.
Eine Regierung ist nicht in der Lage, gegen ein Drittel der Bevölkerung Politik zu machen. Völlig aussichtslos. Sie können eine Diktatur machen, wenn sie 5 bis 10% der Leute gegen sich haben. Das geht. Aber ein Drittel ist außerhalb der Möglichkeiten einer Administration, das zu beherrschen. Deshalb kommen ja die Beschimpfungen. Ja, sonst würden sie den einen loben und den anderen lieben und den dritten verdammen. Nein, alle Sachsen sind jetzt Nazis und das ist langweilig. Das ist die Reaktion von Kindern. Und mehr haben sie auch nicht darüber. Guck doch den Kretschmer an. Ein Baby aus Merkel.